gut, ja, Love Out Loud. Ist das die passende Antwort auf Hate Speech im Netz, Fake News, Social Bots, oder ist das vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht? Ja, finde ich auch zu kurz gedacht. Das müsste eigentlich richtig heißen, Love Out Louder. Ja, also noch lauter sein. Das Internet ist so ein toller Raum. Ich glaube tatsächlich, wir dürfen das Netz nicht den Trollen, Hatern und den Fakern überlassen, sondern wir müssen da rein und denen einfach zeigen, wir sind die Mehrheit. Das Internet ist eine Manipulationsmaschine. Es ist eine Stimmungsmaschine. Es ist in Teilen eine Kloake. Ja, das Richtige vom Unrichtigen zu unterscheiden und auch herauszuarbeiten, wo die Manipulierungsansätze des Internets sind. Auf den Wähler, auf die öffentliche Meinung. Also im Grunde eine Schneise zu schlagen, eine Schneise für die Wahrheit in dieser ganzen Gemengelage. Das ist heute eine Aufgabe für Journalisten, wo immer sie auch tätig sind. Love ist immer besser als Hate. Aber natürlich wird es nicht so einfach funktionieren, dass man einfach ein Motto ausgibt und dann halten sich alle dran. Nee, es ist schon schwerere Arbeit. Wir als Journalisten sind aufgefordert, dass wir eine gute gesellschaftliche Diskussion ermöglichen und uns tiefer mit Themen auseinandersetzen. Wenn wir aus dem letzten Jahr irgendwas gelernt haben, dann halt genau das, dass das immer wichtiger wird im Internet und überall, sei es hier auf der Republika, ehrlich gesagt auch einfach im Gespräch mit Lesern. Das, was wir hier gesehen haben bei diesem Format auf der Republika als ersten Startpunkt, war so, dass ich tatsächlich ein bisschen Optimismus geschafft habe, weil ich glaube, man kann sinnvoll diskutieren. Ich bin nicht sicher, ob wir das schaffen. Ob wir also der Menschenwürde verpflichteten Individuen aus dieser digitalen Revolution im digitalen Zeitalter herauskommen. Das wird große Anstrengungen bedürfen, uns zu behaupten gegen einen überwältigenden, dynamisch kaum noch zu bremsenden Prozess, der bis in unsere Gehirne hineingeht. Künstliche Intelligenz. Im Grunde ist die Frage, verändert sich der Mensch? Ja? Nicht nur verändert sich die Gesellschaft. Also wir müssen einfach kämpfen und wachsam sein und uns nicht einfach den angenehmen Seiten des Internets einfach hingeben. Wir sind ja noch in der Kinderstube des Internets. Ja? Es gab erst das klassische Web 1.0, da hat man sich informiert. Im Web 2.0, also mit Facebook, Twitter und so weiter, haben die Leute kennengelernt, dass sie auch selber quasi eine Stimme haben. Und ich habe das Gefühl, die wissen mit der Verantwortung, die sie damit auch übernehmen, noch nicht so richtig umzugehen. Aber das ist etwas, das kann man lernen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man verbrennt sich jetzt sozusagen so ein bisschen die Finger und man schießt über das Ziel hinaus. Aber ich glaube, früher oder später wird dieses Pendel wieder zurückschwingen. Und deswegen mache ich mir mittel- und langfristig keine Sorgen. Wir haben es jetzt jede Technik irgendwie in den Griff bekommen. Warum nicht auch das Netz?